Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den GTA-RP, ich will immer LS sagen, zusammen mit dem Manus und den Axel hier auf unseren eigenen GTA-Server. Hier ist kein freies RP, in den Folgen ist gescriptetes RP. Und ja, nur als kleiner Hinweis für euch, nicht, dass ihr denkt hier, die betreiben hier 100.000 Mal Meter. Aber jetzt viel Spaß mit der Story. Also es ist schon freies RP, aber es gibt halt eine Story. Ne? Es gibt eine Storyline und alles andere machen wir so selber. So. Aber ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Wir sollen jetzt die Fleischerei überfallen. Also wir müssen uns einen Plan machen. Und der Plan ist diesmal nicht, wir gehen zur Seite rein und der Alte fährt dann durchs Haupteingangstor. Vor allen Dingen? Nee, wir sollen hinten rum rein. Ja, der hat hinten rum rein. Ja, der guckt, aber das letzte Mal hast du gesagt, wir gehen zur Seite rein und dann bist du durchs Haupteingangstor gefahren. Ihr wisst, dass wir nur Tasers haben. Die stehen irgendwann wieder auf und dann haben wir die ganzen Typen an der Arschbacken. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Deswegen sollten wir überhaupt gar nicht versuchen rumzutasern, sondern wir sollten versuchen, irgendwo reinzukommen oder wirklich nur die Nötigsten da wegzutasern. Oder da, wo es halt nicht auffällt. Sag mal, ist das nicht hier? Ja. Scheiße, die sind auch hinter uns, die beobachten uns. Guck mal dort, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, links! Da stehen, ja Mann, da stehen welche, das ist na, da doch nicht rein, bei der hinten sollte man rein. Ich halt da nur die Klappe jetzt! Wir sollten doch an der Rampe. Da hinten war eine Rampe. Ja, aber wir sollten trotzdem nicht mit dem Auto dahin. Stell das hier irgendwo ab, den Wagen. Ja, ich stell den hier rechts rein. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann gemütlich hinlaufen, oder was? Ist so tiefer gelegt, dass wir den Bordstein küssen. So, hier steht ein Dixie für alle, die nochmal auf Klo müssen. Ja. Richtig gut. Oh. Okay, Onkel Klingel, wir gehen rein, ne? Übers. Was soll ich jetzt klauen? Aber was soll man im Endeffekt klauen? Das hast du doch nicht gesagt. Ihr sollt jemanden befreien, den Boss von dem Laden. Holt ihn raus, nehmt ihn mit. Standen. Scheiße. Ja, okay. Alle anderen ausschalten, aber nur mit nicht letale Waffe. Ja, und wo ist die Rampe gleich nochmal? Habt ihr nicht zugehört, oder was? Doch, Rama, alles klar, wir wissen, wo die Rampe ist. Doch, von wegen, du weißt, wo die Rampe ist. Scheiße, ich hab keinen Bock, da mich mit dem rumzustreiten hier. Zieht eure Masken auf. Ja, aber, weiß nicht, jetzt werden wir vorbeilaufen, oder was, schon die Masken aufsetzen. Nein. Nein, wir laufen nicht vorbei, bist du steif? Mensch, ja, aber jetzt reiß dich doch mal zusammen, ey. Ja, wir müssen doch aber dort hinten rein. Mensch, aber, bleib doch mal ruhig. Ja, der hättest doch mal nach vorne parken können. Nee, hätte ich nicht. Wir müssen das Auto wenigstens verstecken irgendwo. Mein Gott, ey, was hast du früher gemacht? Bist du nur schwarz mit der Bahn gefahren, sagst deswegen im Knast? Nee, ich hab Anweisungen gegeben, verstehst du? Ja, deswegen hat das gut geklappt, auf jeden Fall. Du warst ja auch in der schwedischen Gardine. Ja, was hast denn du für Anweisungen gegeben? Hä? Wie viel Erbsengläser habt ihr geklaut in der Kaufhalle? Die Anweisung haben beinhaltet. Mit der Erbsengläser-Gang, hä? Der ist ja bestimmt Teebeutel geschmuggelt, oder? Warte. Ich pack den Taser weg, Alter. Ich wollte dich gerade tasern, Alter. Du provozierst hier alle. Es ist unglaublich. Ich provoziere alle? Ja, du provozierst. Du hast bei Mafia-Boss die große Fresse die ganze Zeit. Ich kann nichts dafür, dass der hier uns das Elektro-Dings hier komplett versaut hat, verstehst du? Nee, wir könnten ja auch keinen Bruch machen, ne? Du Flitzbiebe, du. Mann, ey. Ja, wo ist die Rampe? Bestimmt nicht da vorne, oder? Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Hier vorne da ist Rampe. Die Rampe. Ja, die ist aber da vorne, ist die Fleischerei. Ja, weil du bist ja auch. Ja, aber da stehen die Typen. Willst du jetzt vorbeispazieren, Hallo sagen und dann zur Rampe gehen, oder was? Nee, aber wir sollten vielleicht jetzt hier und dann da durch diese Straße gehen. Dann kommen wir nämlich hinten rum an das Ding. Wenn wir nämlich jetzt hier rumgehen, kommen wir ja gar nicht dahin, wo wir hinwollen. Ja, wir hätten sie auch ganz einfach um die Fleischerei. Wir hätten auch einfach vorne an der Seite. Wir können einfach auch hier hinten rum um die Fleischerei laufen. Lipstick. Aber die Fleischerei ist doch da vorne. Hendrik, die Fleischerei ist da vorne. Er macht's halt kompliziert, weißt du? Er macht's halt kompliziert. Ja, die Fleischerei ist da, wo die Typen stehen. Ihr müsst über das Rolltor rein in Fleischerei und müsst euch letzte Mann schnappen. Ja, alle anderen werden ausgeschaltet. Kriegt ihr das auf die Reihe oder muss ich das selber erledigen? Wir kriegen das auf die Reihe. Du wirst stolz auf mich sein. Aber uns. Auf dich werde ich nicht stolz sein mit diesem Gesicht. Auf dich werde ich auch nicht stolz sein mit dieser Frisur. Komm jetzt, schnell weg. Das ist dieselbe Frisur wie du, Bushido. Nee, der hat die nach hinten gekehlt. So, wo ist jetzt das Rolltor? Das Rolltor ist dort vorne. Hat der jetzt geschossen? Da vorne müssen wir hin. Wo ich vorhin zu dir gesagt habe, links. Mann, ey,
ganz ehrlich, reißt euch jetzt zusammen und konzentriert euch wenigstens einmal, ey. Wartet. Er hatte recht. Henrik hatte recht. Da ist der Eingang. Er hatte recht und er wollte da vorne ja rum. Henrik, du hattest recht, Entschuldigung, komm. Aber dort hinten ist doch das Rolltor, wo wir rein müssen. Da seid ihr denn nur voll Fisch bespuckt? Weiß nicht, wo der alte Rolltor sieht. Ich auch nicht. Kommt mit, ich zeig's euch. Himmel, Herrgott, noch eins. Wie kann man so minder bemittelt sein? Ich hab noch nie so einen unfähigen Club gesehen. Ich bin doch echt gespannt, wo das Rolltor jetzt ist. Das zeige ich dir, mein Freund. Und dann will ich noch mal was hören. Knarren. Alter, die haben Knarren. Er guckt doch nicht so, will ich hin. Oh. Doch immer weiter. Das gelbe Rolltor hier, oder was? Anstatt er mal sein Maul, seine dritten mal auseinander macht, mal ordentlich mit uns spricht, ey. Ohne Scheiße, ey. Ey, ohne Witz, ich könnte ihn hier so auf der Stelle wegtesern, ey. Mann, ey. Boah, hoffentlich ist das der letzte Bruch. Ich kann da mein eigenes Ding machen. Weißt du, wie gerne ich dir jetzt in reinziehen wollen würde? Ja, pass auf. Lass uns das nur durchziehen, dann mache ich dich. Dann hau ich dir die dritten raus und dann kannst du nochmal zum Doktor fahren. Versenk ich dich im Hochseefisch. Gut. Dann zeige ich dir den Fliesentisch. Mag fließen. Guck mal, hier ist ein Rolltor, oder? Guck mal, hier alle hier. So, wohin hat der alte Mann recht gehabt? Halt die Klappe jetzt. Nimm dein Taser raus. Boah, Alter. Ohne Witz. Scheiße. Ich schon mit auf, Junge. Hat direkt noch eine Ladung gekriegt. Lass uns beeilen jetzt. Komm. Ja, nee, lass dich hier. Die haben Knarren, Alter. Lass jetzt hier. Alter. Weißt du? Weiter. Geh doch mal runter, alter Mann. Das ist geil. Da mach ich auch nochmal mit. Oh. Bist dumm wie Scheiße, also Elnowitz. Warte, ich beleb dich. Ich repariere dich. Einen Moment. Nimm das Pflaster hier. Es gibt Menschen. Er schafft es immer wieder. Wir haben es nach dem 100. Mal noch nicht verstanden. Unfassbar. So, geht's dir wieder besser? Null. Wie null? Nein! Ah, so, geht wieder. Ah, okay. Mein Löwbeder. Idiot. Es tut mir leid. Beide bleiben. Psst. Leise. Voll lecker. Oder? Stell's einer hier links. Lass links gehen. Der hört auch keinen Sack, ne? Ach ey, ganz ehrlich, weißt du, was der jetzt macht? Leg den jetzt schlafen. Wenn er nicht hört, dann hat er Pech. Jetzt hört auf mit dem Scheiß! So ein Stück Scheiße, ganz ehrlich, ey, ohne Witz. Ich komm hier nicht weg. So ein Egoist, Alter, ohne Witz. Da ist einer! Klein runter! Hab ihn! Also wenn du drei Ladungen mit dem Taser kriegst. Ey! Ey Junge! Straf dich! Was ist das für ein Kunde? Wenn er nochmal aufsteht, musst du ihn erschießen. Ey, was stimmt denn mit dem nicht? Aber bleib doch mal lesen, Junge! Warte. Jetzt haben wir gut einen weg. Hau den einen rein. Hau ihn um. Ja, genau. Hau dich wieder gegenseitig in die Fresse. Das macht er richtig. Entschuldigung, Corbin. Du sahst genauso aus wie er. Ja, ist gut. Scheiße. Boah, ich hab genau in die Eier geschossen. Ich hab ihn genau in die Eier geschossen, Alter. Der steht auch wieder auf. Was ist das noch einer?
Oh Gott. Ey. Ah, er liegt. Oh, fuck, Alter. Wurdest du angeschossen? Der ist aber komplett aufgeschlagen. Nochmal richtig einer auf dem Helm drauf hier. So ein Taser ist geil, ey. Guck mal, der pinkelt sich die Hose voll. Der steht wieder auf. War. Ja, aber der fällt aber dann wieder hin. Das ist nur so ein Schockaufstehen. Meinst du? Ja. Ja. Hast recht. So. Scheiße. Ey, nee, warte mal. Oh. Warte mal, Vorsicht. Ich glaube, das... Oh, der schießt. Eieieiei. Das ist echt nicht... Es tut mir so leid. Ja, ich meine, der steht halt... Ich bin klar hier. Baller den doch weg, Mensch, Idioten. Oh, nee. Leg dich hin, du. Hey! Doch mal. Stell dir das. Ohne Witz, ey. Warte mal, war das vielleicht der Boss? Jungs? Ja? Ja. War das vielleicht der Boss, den wir gerade niedergeschreckt haben? Ich frag ihn mal. Wo ist denn der? Wo ist der hin? Scheiße, wo ist denn der? Oh. Hier ist er. Hey, warte, chill. Bleib stehen. Bleib stehen, sonst gibt's ja einen Taser. Bist du ein Boss oder so? Weil öfter komm ich jetzt mit uns mit. Alles klar, pass auf, wir sollen dich hier rausholen. Ne, wir sind da wegen dir. Nimm die scheiß Hände runter, Alter. Was machst du für Faxen? So, pass auf, wir gehen vorne raus. Wir tasern die zwei, die am Eingang stehen, weg. Und dann rennst du uns hinterher, als wenn du keinen Morgen mehr sehen würdest. Ja, wunder dich nicht übers Auto, aber da musst du dann einsteigen. Verstanden? Alles klar. Wer schickt euch denn? Deine Mutter, jetzt komm mit. Weiß ich da nicht, wer uns schickt. Wahrscheinlich dein Chef oder was weiß ich. Ja, wie soll ich hier rausholen? Jetzt komm mit, du Flitze, und diskutier nicht rum! Ihr schaut doch aus wie so Flitzpiepen. Deine Mutter, komm! Pass auf, da vorne sind zwei. Ich taser die Alte! Und die gehören zu uns. Lass. Bleib liegen. Lasst uns durch. Leute, was? Hier hinter. Halt, ja. Steig auf! Du sollst hier hinter los. Warte. Komm, wir müssen hier hinter. Gib Gas. Ja, ich weiß ja gar nicht wohin. Komm, gib Gas. Organisiert, oder? Das ist total organisiert. Wurdet ihr von den Zirkus ausgebildet? Mensch, du musst hier lang. Nee, nicht hier lang. Oh. Ja, was denn jetzt? Was? Ja, was willst du mich verarschen? Ey, ohne Witz! Alter, ey, ohne Witz. Ach, das war die nächste. Oh Mann, ich hab das Auto nicht so weit weggestellt. Ist das ein Theaterstück, wo wir gerade mitspielen, oder? Jetzt ist die Schnauze. Ihr lauft in falsche Richtung. Wir haben euch Auto vorne bei... Oh! Los, macht Bewegung. Wir geben euch Deckung. Bleibt hinter Auto von uns. Los! Jo, fahr! Bleibt hinter Auto. Alles nicht so gut. Fuck. Oh, vor allen Dingen, warum tut ihr die uns vor auch? Vor uns, rennt vor uns, los, bewegt euch, wir lenken ab. Bewegung. Nee. Hör auf zu schießen, du Schwein. Ich kann dir nicht sagen, komm einfach mit, sonst ballern wir dich weg, ist mir scheißegal jetzt. Keine Ahnung, wer oder was von dir will, aber du kommst jetzt mit und fertig ist. Und die anderen zwei gehören nicht zu mir, nur zur Info. Der Typ ist echt ein Arsch. Das ist riesengroß. Weiß ja verdammt nochmal, um mein Leben geht. Ja, dein Leben. Wobei ihr rumgeballert wird. Ach, Mann. Wer merkt dich, Gerd? Au, ah, ah. Ah. Hier. Rein. Oh. Junge, steig ein, sonst bleibst du hier. Nein, Mensch, jetzt geht mal im Arsch, jetzt, Mann. So, wo müssen wir hin zurück? Scheiße, warum ballern die alle hier rum wie die Idioten? Oh Mann. Der fährt uns hinterher, Alter, der fährt uns hinterher. Was seid ihr denn für Typen? Soll ich mich um ihn kümmern? Oh. Ja, knall ihn weg. Ist down. Los. Alles klar, komm. Ja, komm, fahr vorne weg, wir haben den. Und wer ist das im schwarzen Auto?
Ja, das sind deine Freunde, deine neuen. So. Ja. Die haben dafür gesorgt, dass wir dich rausholen. Sag mal, bist du der Boss von der Fleischerei oder was? Wieso ist das interessant? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Scheiße, erzähl uns halt, wer du bist. Ja, ich bin der Boss der Fleischerei. Ja, dann hast du irgendein Problem mit irgendwelchen Mafia-Typen oder sowas? Eigentlich nicht. Ich habe ein sauberes Leben. Ja, dann ist das jetzt vorbei wahrscheinlich. Ja, dann bring mich doch einfach nicht zu den Flitzbieben hin. Das ist so nicht geil. Ja, ey, das ist so eine Sache. Wenn wir dich da nicht hinbringen, dann haben wir ein Problem und da haben wir gar keinen Bock drauf. Und ich soll für euch das Problem jetzt klären, oder was? Ja. Nee. Ja, also ich kann dir nicht sagen, was in, für in dem Sinne haben. Klärst du das Problem für uns, ja? Ja, weil du bist die Problemlösung. Und wenn ich jetzt hier einfach aus dem Auto rausspringe? Das wird nicht. Ja, dann nicht halten wir an und überfahren dich, da ganz einfach. Also es wurde nicht gesagt, wie wir dich da abliefern sollen. Tot oder lebendig, ist uns egal. Alter. Habt ihr den Kord angelegt? Ja, sicher. Und ich würde aufpassen, was du machst. Ich ziehe mit angeschossen an, mit gezielter Waffe auf deinen Hinterkopf. Das beeindruckt mich nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Alter, wo bringt ihr mich hin? Naja. Ja, deine neuen Freunde warten hier. Ich steige nicht aus. Komm, steig aus. Aussteigen, du Penner! Ja, ist ja gut, Mann. Ja, komm jetzt her. So, komm Alter. Mit. Komm mit. Hierher. Darüber los. Komm, lauf hier rüber. Weiter, weiter, weiter. Schön weitergehen. Wo ist der Boss? In Auto? Nee, bleib stehen! Alter, kein Schritt weiter. Ja, ich verstehe. Komm mal ran hier. Hey, Klinge. Beweg dich. Da ist er. Jetzt packen wir eure Spielzeugknarren weg da. Ja gut, schon passiert. So, da bist du ja. Mitkommen. Was komm mit. Oh Gott. Komm, lauf. Nee, ist mir. Oh Mann. Ihr drei kommt vor den Rebler hier. Okay. Kniet euch auf den Boden. Hände auf den Kopf. Oh nee, oder? Meint aber kein. Also, auf wir haben den doch Boden, aber Hände auf Kopf. Sofort. Ja, in Ordnung. Wir haben uns doch. Wir haben uns doch. Alles klar. Die haben den umgelegt, ich glaub's nicht. Scheiße! Der hat den Chef von der Hände, oh Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich will nicht sterben, bitte nicht, meine Mama! Guckt auf den Boden! Ist ja gut, Mama! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Seid ihr bereit für euer letztes Gebet? Nee, pass auf, hör auf mit der Scheiße! Wir haben das doch gemacht! Du kleidest uns ja nicht einfach ab, Klinge! Klinge, du bist ein guter Mann, ich weiß, du bist ein guter Mann! Alles klar, die anderen drei nehmen Mädchen aus der und bringen es zurück, ihr drei kommt mit mir! Okay. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will das alles einfach nicht mehr aus, das ist Henry, zu viel Druck. Ey, jetzt baff dich, du Mädchen! Ja. Ihr werdet jetzt alle eure Waffen in den Kofferraum legen. Jede einzelne Waffe. Sonst schalte ich euch aus, verstanden? Oh Mann. Jede Waffe? Ihr habt keine Waffen mehr am Körper, habt ihr mich verstanden? Ihr legt alles in den Kofferraum. Du sollst ihn nicht selber in den Kofferraum legen! Aber komm aus dem Kofferraum! Ist ja jetzt raus. Auch im Kofferraum! Raus mit dir! Okay. So schön, ihr habt alle Waffen reingelegt. Legt Taser auch noch rein! Geh doch mal da weg! Wie den Kofferraum öffnen kann! Ja, und wann machst du den dann auf? Was ist denn? Mach das Ding jetzt nochmal auf, du Hampel! Ja, ihr habt Waffen schon weggelegt, ihr Vollidioten! Wollt ihr mich verarschen oder was? Hä? Steigt in die Karre rein, aber ganz schnell! Willst du mich verarschen? Willst du Kugel in den Kopf? Nein, nein. Was stimmt bei dir eigentlich nicht? Weiß ich noch nicht. Er wird der dümmste Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Deine Stimme ist wunderschön. Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber meine lieben Freunde. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut bei den anderen zwei Piepen vorbei, alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.